36 Grad und es wird noch heißer. Die Textzeile eines 15 Jahre alten Liedes der Gruppe Zweiraumwohnung beschreibt gut die Gefühlslage vieler Erzgebirger am vergangenen Wochenende. Wer konnte, nahm ein Bad, zum Beispiel am Stausee Carola Grün in Schönheide. Das Schöne ist, der Wald rundherum, die Ruhe, die Idylle. Früher war es mal ein Geheimtipp. Wer will, kann im 1930 erbauten Stausee auf einer Höhe von rund 650 Metern auf eigene Gefahr in der idyllischen Natur an der Grenze zum Vogtland ein Bad nehmen. Laut Elke Höhlich war es zuletzt voll, aber nicht überlaufen. Schade findet sie, dass, wie sie erfahren hat, der kleine Imbiss schließen musste. Auf Facebook nennt die Betreiberin das fehlende fließende Trinkwasser als Grund, dass sie plötzlich nicht mehr weitermachen darf. Bis jetzt sei geduldet worden, dass der Betreiber das Trinkwasser mit Kanistern an den Stausee bringt. Im Freibad Auerhammer in Aue kommt das Badewasser als kristallklares, reines Quellwasser ins Becken. Das garantiert natürlich die perfekte Abkühlung bei hochsommerlichen Temperaturen. Und das auf einer Länge von fast 100 Metern mit weiteren Vorteilen. Wie man auch schön erkennen kann, unsere Park-ähnliche Anlage mit sehr viel Rasenfläche, sehr viel Bäumen, die auch dann in den Nachmittagsstunden ausreichend Schatten spenden. Das Freibad Auerhammer ist wetter- und situationsbedingt bis September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An besonders schönen Tagen auch bis 20 Uhr. "36 Grad und es wird noch heißer. Bestimmt nicht selten wurde der Songtitel am vergangenen Wochenende zitiert oder das Lied gesummt und gesungen.